Herzlich willkommen zurück in L.A. Noire Folge 100, ne? Ja. Geil. Folge 100, liebe Freunde. Wir haben wieder mal keine Ahnung, was wir hier wollen. Naja, wir stehen hier vor der Tür und... Ach doch, das ist doch hier der Kühlschrank gewesen. Den hatten wir schon. Nur. Na, hallo? Stimmt, daran erinnere ich mich. Das haben wir schon gemacht. Da passen die Nieren. Ich würde denken, du hättest etwas mehr zu sagen, über in einen Fridge oder so. So, ich muss mal kurz mein Mikro, meinen Kopfhörer justieren. So. Und dann steigen wir da drüber. Stimmt, ja, ich schon das letzte Mal befummelt. Untersucht. Schöne Uhr. I'm James Lindbergh. Very expensive watch. Taken by Flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Jetzt wird man nicht so melodramatisch hier. Fresse. Irgendwann ans Essen denken. Ja, jetzt hat er ja oft genug Essen auf dem Tisch, wie es aussieht. Was ist denn das hier, ein Ring? Your class ring. Aha, die Bruderschaft. Ja, ja. Interessiert mich nicht, was hast du denn in der Jacke? Nee, erstmal gucken. Oha. One of the head, one of the heart. Oink, oink. Oink, oink. Nein, oh, ich hasse das, ey. Ja, tolle Uhr, winkt nochmal zu, schön. Mach mal die Hose auf, ja. Kann ich in der Mitte gehen, oder? Ne, das ist eindeutig, das musst du nicht. Mach den Scheibenwischer. Naja, gut. Nachdem wir den hier gescheibenwischert haben, gucken wir mal weiter. Hier brennt zum Beispiel noch nichts. Ein Armreif, oder ne, was ist das? Eine Krawattennadel. Pensioniert, LAPD. What could it mean? You know what this is, Biggs? Sure. The department gives you one of those when you retire. Ja, das behalten wir gleich und wenn wir das nächste Mal auf Arbeit kommen, sagen wir, ich bin schon in Rente, ich bin hier raus. Ich hüpfe bloß meine Sachen ab. Genau. So. Geh mal aus der Sonne, du stehst vorm Hinweis. Ja. Mucho caliente. Hat gerade Dope gesagt? Ich glaube, er hat Nope gesagt. Nee, ich glaube, der hat Dope gesagt. Ja, denke ich auch. Guck mal, ein Telefon. Willst du mal Mami anrufen? Mami! Da wurde jemand erschossen! Im Kühlschrank! Sieht so aus, als wurde hier erschossen. Doch nicht im Kühlschrank! Guck mal an die Wand. Vielleicht sagt er da was. Ja, weiß nicht. Hast du das letztes Mal schon gemacht, oder? Du musst doch wissen, was hier los ist. Boah, das ist so lang her. Ich kann hier nicht gucken. Ja, dann lass. Ich dachte, er hat da irgendwas wegen des Fensters gesagt. Klingt was. So ein Ding haben wir doch schon mal gefunden, oder? Auf der. Genau. Genau. Interesting Ding. Beruhig dich. Microfilm. Document. Shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Ja. Oder sie hat ein Mikroskop. Abweisen lassen wir liegen. Ja, gehört ja schließlich hier, ne? Ey, jetzt ruft der schon an. I'll need a couple of black and white 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. So, naja, aber ich glaube, wir sind hier durch. Oder was sagst du, Bixi? Geht gleich zur Seite. Na, gucken wir doch mal, was unser Heft sagt. Das sagt nämlich, fertig. Deswegen gehen wir jetzt zur Wäscherei. So, wo ist denn unser Auto? Eigentlich ist es völlig egal, wo mein Auto ist. Ich nehme sowieso ein neues. Ah, ne, da. Ah, ne. Das ist unser Auto. Das wird zu langsam. Ich bin von dem Feuerwehrtrip zu langsam ein bisschen... Oh, hallo. Du kannst es nicht zur Seite fahren. Das ist jetzt meine. Raus hier. I'm sorry, sir. Police officer. Das ist viel zu freundlich, ja. Und soll ich noch was sagen? Ich bin wirklich in Wirklichkeit gar nicht sorry. Ich mach's gerne. Wo ist denn dein Kollege? Komm jetzt! Das verwirrt ihn gleich. Ja, das verwirrt eine Zeit. Wir müssen jetzt wieder über die Musik labern. Ach ja, weil ich das Radio hier nicht ausschalten kann. Das ist natürlich schade für euch. Aber kann man nichts machen. Das ist halt
Das ist ein Problem, was YouTube und die gute GEMA. Und als ich gut gesagt habe, habe ich gelogen. Aber YouTube hat tatsächlich einen Rechtsstreit davon. Die durften nicht mehr dieses Schild, die GEMA ist schon. Ja, das ist richtig. Ja, das war irgendwie. Die haben dann ein anderes genommen, was aber letztlich genau das gleiche ausgesagt hat, bloß anders durch die Blume irgendwie. Also hinten raus, das ist ein ziemlicher Bitchwar, kann man fast sagen. Ja, auf jeden Fall. Und die einzigen, die drunter leiden, sind eigentlich die User. Und ich glaube, die Musiker profitieren auch nicht davon. Jetzt habe ich's. Die produzieren auch nicht davon. Ich habe mich gerade gefühlt wie Günter Netzer. Die machen auch nichts für uns. Die Provo, die haben mich geärgert. Nee, das ist schon. Ich verstehe auch nicht, warum da die GEMA sich so uneinsichtig zeigt. Aber gut, ist eh alles ein bisschen veraltet. Es gibt ja die ganze Sache mit dem 21. Jahrhundert ist schon eine verzwickte Sache. Uiuiui. Entschuldigung. Es gibt ja jetzt auch eine Gesellschaft. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Ja, irgendwas E3. Nee, irgendwas mit einer 3 im Namen war es. Ja, das waren drei Buchstaben. 3C oder sowas. C3. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie so. Da hatten wir in Borderlands schon mal drüber geredet. Und die wollen ja sozusagen das alles auf freiwilliger Basis machen, nicht so wie die GEMA mit der GEMA-Vermutung, sondern halt sagen, hier, die Leute kommen zu uns und sagen, wir wollen, dass hier unsere Musik vermarktet und pipapo. Also scheint mir auch viel simpler. LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Es ist so dieses klassische rassistische Klischee, oder? Ja. Die Wäscherei im Asiaten gehört. So, wonach suchen wir denn? Da muss ich jetzt erstmal kurz auf Personen schauen. Ich glaube, irgendeine Japanerin, glaube ich, oder? Okamoto, oder Nicholson, oder McKellen, McLellan, oder John Doe. Nee, John Doe ist ja eigentlich nur ein Platzhalter. Also wahrscheinlich nach den dreien. So. Na dann guck mal mit, lieber Robert. So, Reed, Wenley, Mills, Linker. Sehe ich jetzt nix. Lineker, Cook, Batman, Batman, nee, Gutman. Henry, Brian, Perrine. Blätter mal weiter. Next, bitte. Nee, weiter blättern. Geht jetzt nicht? Nö. Ja, warte mal, vielleicht kommt uns eine Adresse bekannt vor. Guck mal auf die Orte, vielleicht kommt uns eine Adresse bekannt vor. Also irgendwas, was dort gewaschen wurde, ja, sieht dort was. Brown Ape, Windsor. One Dress Code. Das sind aber auch komische Adressen, oder? Pick up. Ja, das ist wahrscheinlich jemand, der es vorbeigebracht hat und die anderen werden geliefert. Ein Dress, ein Overcoat, Suit Jackets. Was ist das? Die wohnen ja alle im selben Haus, Pick up. Lose, Jacke, dreimal Dresse. Drei Jackets und ein Shirt, der ist suspekt, der hat hier gewaschen. Hangstrom. Could be someone else from the factory. Does he have an address? Naja, pick up. No. Dead end. Nimm doch einfach mal die mit Adresse. Hast du schon? Ich darf nicht mehr. All your help, sir. Das hat selber zugemacht. Was ist denn das hier? Das nehme ich wirklich für den Kuli haben. Der hat sich selber zugemacht. Hier gehen wir mal telefonieren. Du darfst ja, jetzt telefonieren. Na, dann gehen wir mal telefonieren. Dort auf der Waschmaschine aus hier. Das ist ja schlimm. Ah ja, da. Wir hatten hier ein Telefon stehen. Genau für den Moment, dass du anrufen kannst. Phelps Badge 1247. Das hört man gar nicht. Die Vermittlungsdame hört. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. What? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R-4360s. Uh-huh. I think you better get over there and check it out. You're on it. So I need an address for an Oscar Hengstrom. So, keine Ahnung, wer das ist, hä? Nö, aber. Wir gehen der Sache mal nach. Thank you. Klingt ja, das wird wohl nichts werden, weil einen Einwohner mit dem Namen gibt's nicht. Na gut, ich will hier raus, ist mir zu laut hier drin. Ich habe übrigens mal ein bisschen recherchiert.
Oh, jetzt wird's gefährlich. Und die Version für den PC von Eleanor, das ist ja die Version, die sogenannte Complete Edition, weil die ein bisschen später kam, sind die ganzen DLCs dabei. Und den Fall, den wir gerade eben spielen, das ist einer aus einem DLC. Weil so ein bisschen aus der Story rausgerissen ist. Ja. Genau, weil er nicht so richtig reingepasst hat. Und wir hatten schon Hubrichter der Polizei an, ich glaube es hackt, dafür nehme ich mir drei Auto. Ein anderer Fall von einem DLC war das mit, was wir ganz am Anfang mal hatten, wo wir mit diesem... Dein Kollege. Was war denn das gleich, mit diesem hier, dieser südamerikanische Konsul oder was das war? Ach so, das. Das ist auch so ein bisschen, sag ich mal. Das war auch ein DLC-Fall. Und falls du dich noch erinnerst, ich glaube, die gute Frau hieß Julia und war von einem Auto, war innerhalb eines Autoschiebers. Ah, okay, die, ja. Das war auch ein DLC-Fall. Wo wir hier die Pink Strips oder wie die hießen, diese. Mit Pink Strips, der pinken Schlipper. Da gucke ich doch glatt mal, wo das ist. Ich hätte mal wieder Bock drauf, sowas zu machen, um ehrlich zu sein. Aber nicht dort. Nee. Aber jetzt hast du eine halbe Stunde. Boah, leck mich am Arsch, sieht das Auto geil aus, das brauche ich. Welches? Das, was du gerade zu Klump gefahren hast? Nee, das hier. LAPD, I need your car. Natürlich bin ich careful, du kennst mich doch. Ah. Jetzt haben wir zwar wieder Musik hier, aber das Auto gefällt mir. Aber ein neues Auto, das hatten wir ja nicht. Oh, du fährst jetzt recht behutsam, na gut. Also behutsam ist für mich immer noch. Das sieht irgendwie echt cool aus. Das ist so, glaube ich, noch eins der früheren Modelle. Das könnte nicht gut gehen. Es ging aber auch nicht so schlecht, fand ich. Also da habe ich schon Dinger gebracht, die waren wesentlich angsteinflößender. Ja, natürlich. Ja, du sagst es, Bruder. Oh je. Naja, haben wir gesagt, wir sind careful? Haben wir gesagt, wir sind careful? Ich glaube nicht. So, heute kein Angebot mehr, weg damit. Ja, ja. So, jetzt easy getten hier. Ja, halt. Hier musst du rein. Ist doch alles cool? Ist doch alles gut? Jetzt gehen wir mal bitte fliegen. Wo ist denn unser Auto hin? Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs, you're not still with the LAPD. Right so, Biggs. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. Found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. Geil, das Auto, Junge. Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal. Warum rammst du den? Der hat uns ja reingebracht. Ja, ich will nur wissen, was passiert. Also, was er macht. Aber guck mal, der nimmt uns mit. Ist doch nett, oder? Das wird so dumm. Aber, ich habe meine Mission erfüllt. Es läuft am Rest. Das ist nämlich jetzt meine. Ja, wir werden ziemlich geil aussehen, wenn wir damit rumfahren. Was glaubst du denn, Junge? Hey, I don't bite. Come on. Ich glaube, du musst aussteigen. Oh, das Warning, Restricted Area. Steig jetzt außen vor den. Pass ich durch. Ja, danke. Boah, das Ding ist der Hammer. Ja, wo musst du jetzt hin? Das Ding ist auch noch der Hammer. Die Handbremse verpasst. Hier, willst du dein Auto wieder haben, Kollege? Ah, schönes Ding. Das muss jetzt einfach mal sein. So. Dann nimmst du relativ locker, dass ich das Ding zweimal gegen die Wand gefahren habe. Finde ich cool, der Typ gefällt mir. Was geht ab, Nerd? Der Babbo ist jetzt in der Haus. Ja, aber sowas von. Das Auto da noch schneit und ich schnell genug bin, ist es meine. Really Mr. Hughes believes so. Amazing. Oh. This is the spruce
Hughes. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking beast. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Manson? Call me Vernon, kid. Fire away. Oh, setzen umlegen, hat er gesagt. So, die Fragen erst in der nächsten Folge beantworten. Die Fragen waren aber erst in der nächsten Folge. Dann erst in der nächsten Folge, liebe Freunde. Genau. Bis Folge 101. Macht's grau. Tschüss.